Ja, hallo, hier ist Tanja von Wege zum Pferd. Und das ist Brötchen, mein Co-Trainer für das Webinar, was ich euch heute vorstellen möchte. Brötchen und ich haben eine Menge Videos gemacht und ich habe mir dazu auch noch eine Menge Wissen angeeignet und aufbereitet zum Thema Anti-Scheu-Training. Und zwar nenne ich das viel lieber Vertrauenstraining, weil wir versuchen natürlich, dass unser Pferd sich weniger erschreckt vor Dingen und weniger Angst hat. Aber beim Anti-Scheu-Training ist es oft nur so, dass Pferde lernen, bestimmte Reize auszuhalten und nicht aber wirklich in diesen, ja, in dieses Wachstum, in die Entwicklung kommen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und neugierig zu werden und Freude auch am Entdecken zu haben. Und genau das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Neugier ist für mich ein echter Gegenspieler zu jeder Form von Angst. Und wenn ich die beim Pferd wecken kann, dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Und da hat Brötchen mir ganz viel bei geholfen. Und ich möchte euch gerne in dem Webinar zeigen, wie ich vorgehe, was ich dann damit erreiche, worauf es mir ankommt. Wir werden uns damit auseinandersetzen, welche Signale Pferde auch im Anti-Scheu-Training zeigen, also Stresszeichen, aber auch Beschwichtigungssignale durchgehen. Und ich hoffe, dass ich euch damit noch mal ein paar ganz andere Impulse geben kann, wie ihr euer eigenes Vertrauenstraining mit eurem Pferd gestalten könnt. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Schau mal in die Beschreibung des Webinars und ich sage für heute Tschüss.